What you are looking at right now is Taliban fighters inside the presidential palace. Die Taliban im Zentrum der Macht. Al Jazeera zeigt Bilder der radikal-islamischen Miliz am Regierungstisch des ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani. Mit dem Einzug in den Präsidentenpalast demonstrieren die Kämpfer ihre Stärke. Zwei Jahrzehnte nach ihrem Sturz haben die Taliban nun wieder das Sagen in Afghanistan. In ersten Statements versprechen die Kämpfer eine friedliche Übernahme. Wir gratulieren der ganzen afghanischen Nation zu ihrem großartigen Sieg, besonders den Menschen in Kabul und unseren Mujahideen. Wir sind sehr überraschend so weit gekommen, das haben wir nie erwartet. Aber mit der Hilfe von Allah konnten wir diesen Sieg erreichen. So etwas gab es noch nie in der Geschichte und wir danken Allah. Doch bei vielen Afghanen sorgte der Einmarsch der Miliz für Panik. Tausende Zivilisten versuchten, sich zum Flughafen durchzuschlagen. US-Streitkräfte, in aller Eile eingeflogen, um den Flughafen und damit den Rückzug der westlichen Diplomaten, Mitarbeiter und Zivilisten zu sichern, feuerten in die Luft, um die Menschenmenge davon abzuhalten, das Rollfeld zu stürmen. Diese Bilder zeigen, wie Menschen neben einer US-Maschine herrennen. Augenzeugen am Flughafen von Kabul sagten, dass mindestens 5 Menschen in dem Chaos getötet worden seien. Bestätigt sind diese Berichte bislang nicht. Die Taliban verkündeten derweil eine Amnestie für diejenigen, die für die Regierung oder ausländische Kräfte gearbeitet haben. Doch aus anderen eroberten Gebieten gibt es bereits zahlreiche Berichte über Vergeltungsmorde und andere brutale Aktionen der Taliban. Unterdessen ist der ehemalige Präsident Ashraf Ghani ins Ausland geflohen. Auf Facebook meldete er sich aus dem Exil in Tadschikistan. Er schreibt, dass er geflohen sei, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Unklar ist, wie sich die Taliban verhalten werden, sobald das US-Militär vollständig abgezogen ist und sie auch den Flughafen von Kabul kontrollieren. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit rechtfertigen eine düstere Prognose.